So, Leben. der Zero hat ein bisschen Leben gefarmt und ja, jetzt geht's in den nächsten Versuch. Jut. Zero, I hope we can do it. Me too. Ja, so gefällt mir Legion viel besser. Schön dick und rund ist er. Schön die. Perfekt. Perfekt, nicht den Cooper erwischt. Also den unteren zum draufspringen. Ja, ihr müsst euch irgendwie durchschlängeln, Leute. Durch die Koopas. Anders geht das nicht. Wow, Wacky. Es ist jetzt genug knapp. Das Ding brauchst du. Komm schon. Und jetzt kommen die Koopas. Vorsicht. Oh, ist das mies. Okay, jetzt hast du gesehen, da unten sind ebenfalls Koopas. Da musst du passen. Komm schon, steig, Luigi. Heißluftballon, Luigi. Mamma mia. Jetzt pass auf, man ist ganz unten lang. Oder so. Man hat eigentlich gar keine Zeit dafür. Ich muss ja schon lange weiter sein, eigentlich. Ist er da unten? Kann ich wenigstens sagen. Ah! Man ist ja nicht schnell genug dafür. Man kann den Dingern nicht gescheit ausweichen. Man muss echt so schnell sein. Für das, was ich eben gemacht habe, das hat zwar funktioniert mit dem Ausweichen, aber man war einfach nicht schnell genug dafür. In anderen Worten, es hat mir gar nichts gebracht. Man musste nämlich schnell durchrushen wie der Teufel, sobald man den Ballon hat. Oh, das kann Spaß werden. Das kann ein Spaß werden. Luigi, warum rutschst du weit? Ah, ich hab nach rechts gedrückt. Wo gehst du hin? Saven. Saven? Ja, das kann jetzt ruhig mal mit drin. Wie wir halt. Jetzt seht ihr mal, wie wir die ganze Zeit gesaved haben, also wenn wir noch kein Ding ins Castle erreicht haben. Sind wir mal hier rein ins Geisterhaus, weil es ist das einfachste im Spiel. Ach so. Und haben diese Prozedur jetzt vollzogen, die ich euch gerade zeige. Lass mal bitte rein, danke. Ihr habt sowieso schon mal gesehen, das Geisterhaus, deswegen könnt ihr schon denken, was jetzt passiert. Genau das. Das haben wir circa mehrere Male gemacht. Wenn wir abrupt abbrechen wollten, weil es ist ein regulärer Speicherweg. Und du möchtest jetzt regulär abbrechen oder was? Nein, das war bloß ein Zwischenspeicher. Weil wir schon wieder Leben verlieren wie gar nichts. Ach so. Als Sicherheit quasi. Ja, und falls wir gegen Ober gehen, dass wir dann da fortknüpfen können. Mach ich so lange mal hier weiter. Ah, Wacky, ich mach dich stolz. Ach, ein Stolz, Zeronimus. Ich hab
diese Asynchronität direkt einen so, die geht einem so auf den Sack. Mein ganz Gott. Besonders hier. So eine Viertelsekunde macht echt jede Menge Yoshi aus. Yoshi bringt nix. Es ist herrlich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die anderen Levels waren. Die anderen Level waren eigentlich relativ einfach im Vergleich dazu. Also, ich kann noch mich auch erinnern, dass das Level ja das schwerste war von den ganzen... Das, weil die anderen Level nicht unfair sind. Das kann man einfach so sagen. Oh, Dreck, weil es jetzt rumgeleckt hat. Spiel bitte leck bei mir nicht so rum. Bitte dankeschön. Wow. 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 Boah, meine Fresse, nimm doch diesen scheiß Ballon. Also Mario, wenn du irgendwann siehst, Luigi hängt mit dem Kopf an der Wand, ohne seinen Körper oder so, darfst du dich nicht wundern, wieso. So ein Scheiß. Luigi gehört geköpft, aber richtig. Man sollte ihn in die Kammer sperren. Ich merk schon, das wird eh nix. Komm, Luigi. Ja. Warum geht der denn weiter? Das ist zum Kotzen. Mann, Gott, nee. Das mit den Röhren ist schon fast das Schwerste. Ja. Kannst du wenigstens einen Click-Safe da machen, wo man den Ballon berührt oder sowas. Oh, guckt euch das mal wieder an. Ich bin bloß auf die scheiß Röhre gesprungen und schon geht der viel weiter, als er soll. Und was das war, weiß ich auch nicht. Das ist so behindert, man drückt einmal nach rechts, der läuft erstmal 4 Sekunden nach rechts. Ja. Ist definitiv. Egal, du kannst auch weitermachen. Wir haben eh nichts erreicht und gespeichert haben wir auch. Ja. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn wir komplett Game Over sind. Ja, wie in diesem Falle. Hat er ordentlich in die Eier gekriegt. Verhaut! Da hat Mario einen Sack gekriegt. Nur noch weiter. Mario geht der Fußballspieler auf den Sack. Ah. Oh ja. Den Spaß haben wir immer noch. Egal, wir wollen sowieso keine weiteren Marios haben. Schon wieder. Bam. Mit Stollen und allem. Oh, mit Mario. Stollen kickt er, mit Stollen kickt er dem in den Sack. Der hat auch keine männlichen Hormone, der Typ. Der weiß doch nicht, wie sehr das weh tut. Der denkt sich, oh, ich hab Stollen. Du hast Schmerzen. Boah, wenn der einmal selbst einen in den Sack kriegen würde, würde der sofort damit aufhören. So, jetzt pass mal auf, du. Siehst du, das ist bei dem der Sack. Bei dem ist das der. Das war knapp. Warum ich nicht auf dem Geleine das bin, war richtig ein krass. Mysterium, was nur Galileo Mystery aufdecken kann. Komm schon, da sind die Bälle. Und schnell weiter. Ja. So läuft es doch eigentlich ganz gut bis jetzt. So ist das, man muss sich das Ding gut sparen. Ja, so läuft's doch ganz gut.
Ich hoffe mal, es ist der obere, der den Ballon beherbergt. Nein, natürlich nicht. Es ist bestimmt der untere. Ja, es war bestimmt der untere. Super. Ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Level sind das schöne Levels. Da wir gerade so am Verscheißen sind, ist das ein schöner Punkt, um zu klug scheißern. Der Plural von Level ist immer noch Level. Ein Level und viele Level. Du verstehst? Ich verstehe. Klugscheißern erfolgreich. Empfange Prügel in 3 Minuten. Empfange Prügel in 3 Minuten. Luigi. Ach, keine Scheiße. Der Luigi, der hat heute zu viele Bohnen gegessen. Jetzt schwillt er auf und muss pupsen. Oh? Ja, jetzt denkt dran, der untere. Okay, jetzt bin ich bereit. Ja, da ist er. Flieg, flieg, flieg. Nein! Das Ding ist fast schneller als man selbst. Okay, das klappt irgendwie auch nicht. Ich habe Angst, Wacky. Ich habe Angst. Warum? Warum, Luigi? Warum tust du mir das an? Habe ich dir je was getan? Habe ich dir je was getan? Hatte die Welt je was getan? Bist du wegen irgendwas gerade beleidigt oder so? Bist du deswegen so hundsgemein drauf? Warum, Luigi? Erkläre es uns. Bitte. Ich bin es nämlich leid. Ich bin es leid, Luigi. Eine ewige Zeterei. Höher, 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 höher. Und da besteht der Typ. Und da ist das Ding. Heil dich, Wacky. Perfekt. Perfekt, ja. Ja, ja, ja. Nein! Guck mal, der links unten, der Fußballspieler wieder kommt. Und der gerade in den Wurst gelassen hatte. Tja, diese Fußballspieler regen einen noch mehr auf, wenn man die gar nicht gebrauchen kann. Und zwar damit meine ich, nicht nur so nervig, sondern einfach nur so gar nicht gebrauchen kann. Ja, sehr interessant. Wirklich. Weißt du, in solchen Fällen wäre so ein Pi-Ding bei Super Mario World 3, glaube ich. So ein Pi-Ding, dass man durchgängig fliegen kann mit seinem Tanuki. Das wäre jetzt echt praktisch. Aber unsere Feder, ich bin froh, dass unsere Feder können wir hier nicht benutzen, wenn wir nicht genug Anlauf kriegen. Leider. Level findet seinen Platz in Kaizo Mario. Definitiv. Sorry Mario, ich bin selbst blank.
Okay, Alter. Gut. Was hat der? Gar nichts. Ja klar. Der muss doch einen Ballon haben jetzt, oder? Nein, auch nicht. Egal, Pilz für mich. Pilz, ja, meiner. Ja. Nein, Pilz, ja. Und während Zero Save werde ich schon mal sagen, okay, das hat mit dem Save jetzt erledigt. Aber ich würde trotzdem sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.